Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MotoFuzzi. Heute sind wir hier in der neuen Lokation hier von Woge und Sontes und wie sie alle heißen und untergebracht hier bei Indalmar Motor. Erstmal herzlichen Dank an Indalmar Motor für diese Probefahrt und heute werden wir dann mal die Woge 900 DSX oder DSX 900 Probefahren. Ein ganz besonderes Bike und das ist bis Januar hier schon ausverkauft. Ich hatte sehr große Probleme, eine Probefahrt zu bekommen. Jetzt werden wir schnell fahren, damit sie uns die nicht wieder unterm Hintern wegschnappen. So, eins möchte ich ganz kurz vorab schicken und zwar gibt es wieder mal unterschiedliche Daten, technische Daten auf deutscher Website, auf spanischer Website. Deshalb kann es sein, dass wenn ich irgendwas sage, dass das vielleicht nicht ganz mit euren Daten übereinstimmen wird. Zum Beispiel jetzt gerade die Sitzhöhe wird hier in Spanien mit 825 angegeben und wohl auf der deutschen Website habe ich gesehen mit 850. Ich weiß nicht, ob es eine andere Sitzoption ist oder ob es einfach nur Fehlinformationen sind. Aber da gibt es so einige Sachen und das wollte ich euch nur mal vorab sagen. So, und ich habe gleich wieder mit dem Blinker Probleme. Da werdet ihr dann wieder wahrscheinlich sagen, das sind wohl die kleinsten Probleme, wenn du mit einer 9000 Euro Maschine umherfährst. Aber so ist das komischerweise bei mir immer. So, dann wollen wir mal demnächst den Quickshifter ausprobieren. Ja, es ist auf jeden Fall ein ziemliches Dickschiff, sagen wir mal so. Es fühlt sich auf jeden Fall alles sehr viel größer und mächtiger und behäbiger an als bei den anderen Bikes, die ich in der letzten Zeit gefahren bin. Natürlich bin ich oder fahre ich relativ selten eben solche relativ groß hubigen Bikes. Der hat ja nun knapp 900, 895 Kubik wohl mit 95 PS und 95 Newtonmeter ist eine ganze Menge. Mein Unterschenkel hier auf der linken Seite, der wird ziemlich warm. Das sind so die allerersten Eindrücke hier. Die Kupplung, die man ja, weil es ja ein Quickshifter ist, jetzt nicht mehr so betätigen muss. Nicht mehr sollte, muss man ausprobieren. die geht sehr, sehr schwer. Der Kupplungshebel geht sehr, sehr schwer, fast wie bei so einer Harley. Und er ist auch wieder relativ ruckelige Gasannahme. Ja, okay, jetzt haben wir mal das Hochschalten vom Quickshifter. Ja, es ist doch ein ganz bisschen, ich will es jetzt gerade nur mal mit der E-Clutch hier vergleichen. Also die E-Clutch ist doch ein ganz bisschen weicher. Aber natürlich, denke ich mal, unterscheidet sich auch ein Quickshifter vom Quickshifter. Vom Sitz her würde ich jetzt mal so sagen, dass das durchaus stimmen könnte mit den 825 mm, denn 850, da hätte ich wirklich schon wahnsinnige Probleme raufzukommen.
Ich bin 1,75 Meter. Und ansonsten, der Sitz fühlt sich auch relativ hart an. Was gibt zum Sitz zu sagen? Natürlich ja, was ganz Besonderes, zumindest hier in dieser Preisklasse. Nicht unbedingt in der Hubraumklasse, in der Preisklasse gibt es was Besonderes. Und zwar haben wir einen beheizten Sitz. Und der Verkäufer, ich habe nachgefragt, meinte, also nicht nur der Fahrersitz ist beheizt, sondern auch eben der hintere Teil für den Sozius, Sozia ist auch beheizt. Und wir haben auch natürlich beheizte Handgriffe. Das haben wir auch. Wir haben alles beheizt hier. Wir werden von oben bis unten beheizt. Nur eine beheizte Windschutzscheibe haben wir nicht. Die Windschutzscheibe ist verstellbar. Dann haben wir ja eine ganz super Besonderheit, wahrscheinlich bei BMW ja nicht, aber hier auch in dieser Preisklasse, sage ich mal, haben wir ein Radarwarngerät hier. Das heißt, da wird dann in den Spiegeln angezeigt, ob uns einer rechts oder links wohl zu nahe kommt, so habe ich das verstanden. Und irgendwo sind hier dann Radarsensoren links und rechts anscheinend verbaut, die das, oder vielleicht nur hinten, ich glaube bei dem Piaggio war es ja auch nur hinten, und die zeigen dann an, ob dir einer eben zu nahe kommt, beziehungsweise für Spurwechsel, ob du da aufpassen solltest oder nicht. Ja, da ist auch wieder rucklig. Also das scheint schon nichts Besonderes mehr zu sein, das ist schon standardmäßig. Ansonsten das Display macht einen sehr guten Eindruck. Das ist ja auch ähnlich anscheinend wie von der SR4, von dem Roller. Also das ist auch schon wieder so ein bisschen BMW-mäßig, ja. Vielleicht ja der gleiche Zulieferer. Und wir haben auch ein Menü, da können wir alles Mögliche umstellen. Wir haben Luftdrucksensoren, also eigentlich an dem Teil haben wir alles an Bord. Fragt nur nach, ja, hat es denn das, hat es das, ja, ja, aber ich glaube, okay, jetzt fällt mir gerade ein, es kann sein, dass wir keinen Kurven-ABS und sowas, also keine IMU haben, das wird dann wahrscheinlich doch wieder zu teuer gewesen sein, aber sonst natürlich ABS, TCS und so weiter, das haben wir alles. Und dann natürlich noch Sonderschnickschnack wie Radar und so weiter. Voll ausgestattet ist die Woge um die 6.000 bis 7.000 Euro billiger als die BMW. Voll ausgestattet, in der Grundversion nicht, aber sonst, wenn man sagt bei BMW, okay, ich will noch das und das und das, dann kommen wir um die 6.000 bis 7.000 Euro, ist die hier preiswerter. Das ist schon mal eine Ansage, muss ich sagen, ne? Auf jeden Fall. Und ja, den Preis hatte ich ja, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wir haben einen Verkaufspreis hier in Spanien von 8.888 plus Zulassung. Da kommen wir irgendwie auf 9.100, 9.200 Euro. Sechster Gang. Das Windschild in der höchsten Position, glaube ich, ist es jetzt gerade. Ja. Auch nicht so toll. So vielleicht Oberkante, Visier bei mir am Helm und starke Verwirbelungen. Aber wie das in den anderen Stellungen ist, weiß ich nicht. Aber wir haben eine sehr, sehr mächtige Reisemaschine hier unter uns. Wir haben 21 Zoll Vorderrad. Also das ist alles schon ziemlich mächtig, mit ziemlich großen Federwegen. Also Chassis und Motor sind wohl gleich wie von der BMW. Und das ist natürlich schon eine Ansage, wenn man, klar, wenn man BMW-Fan ist, dann kann man es verstehen. Aber ansonsten sagt man schon, ja, warum soll ich so viel extra Geld ausgeben, wenn ich eigentlich das alles habe hier in der hier. Und ja, naja, natürlich das Besondere ist ja auch halt, dass wir den gleichen Motor haben. Ja, naja, egal. So viel dazu. Auf jeden Fall, der Tank sieht allerdings, fällt mir gerade ein, da ich den hier so vor mir sehe. Der Tank ist auch größer, sieht größer aus, als er ist. Der ist wohl 17 Liter.
ist natürlich jetzt so super langstreckenmäßig auch nicht geeignet. Aber naja, man kann nicht alles haben. Der kann jetzt nicht noch 40 Liter haben, so wie die eine, die ich da letztens gefahren bin. 20 Liter und 20 Liter Zusatztank. Man kann wirklich nicht alles haben. Aber wie ich euch schon sagte, dieses Bike, also mit diesem Blinker muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Schalt das mal. Ach so, den Fahrmodus, den können wir nur ändern, wenn wir stehen, wurde mir gesagt. Deshalb fällt mir gerade auf, wenn wir fahren, können wir den nicht ändern. Werde ich nachher auch noch mal einen Sport fahren, aber ja, 95 PS sind 95 PS, ne? Und ihr kennt ja meinen typischen Spruch. Für mich, ehrlich gesagt, ist das schon zu viel. Aber jeder muss halt wissen, wie viel Power er braucht. Klar, mehr ist immer besser, aber man muss natürlich auch alles beherrschen können. Ne? Ja, wir haben auch einen Tempomaten, sehe ich hier gerade, beziehungsweise wurde mir erzählt. Den habe ich natürlich jetzt auch vergessen, euch zu zeigen, wie der funktioniert. Aber naja, funktioniert wie ein normaler Tempomat, ja. Und es sind halt die ganzen Standard-Reisesachen hier mit an Bord, damit man mit der hier lange Strecken fahren kann. Und auf jeden Fall, es fühlt sich wie ein großes Bike an. Ich durfte noch nie eine BMW fahren, weil mein lieber BMW-Händler da immer Zicken macht. Und ja, dann müssen wir halt die Woge verkaufen, wenn wir BMW nicht verkaufen wollen, ne? Oder sollen. Ja, das sind so meine Eindrücke. Natürlich durch diesen großen Vorderreifen, das ist ja auch immer mein Reden. Und das ist ja wirklich so, der läuft wirklich wie auf Schienen hier. Da kann man den wirklich super durch die Kurven ziehen. Mit einer super Ausstattung. Ich denke mal, das ist schon mal ein sehr, sehr interessantes Paket. Wir haben auch wieder noch einen besonderen Preis, wenn wir sagen, wir wollen aber auch dieses Kofferset noch mithaben. Und da gibt es dann auch wieder noch Reduzierungen im Preis. Das war meine Probefahrt mit der Woge 900 DSX. So, hier kommen wir nun zu der Präsentation, Kurzvorstellung hier meinerseits der Woge 900 DSX. Und zwar hat die so viel Sonderzubehör verbaut, also was alles im Preis inklusive ist. Ja, das kann ich mir alles nicht behalten, deshalb muss ich das kurz mal ablesen. Und zwar fangen wir gleich mal beim Preis an, der euch vielleicht umhauen wird. Und zwar, wir haben 8.888 hier in Spanien plus Zulassung. Wir kommen dann auf rund 9.188 auf der Straße. Wir haben einen reinen Zweizylinder, 895 Kubik mit 95 PS, 95 Newtonmeter bei 6250 Umdrehungen. Die A2-Version dieses Bikes kommt etwas später. Im Moment sind nur die Vollversionen mit 95 PS verfügbar. Wahrscheinlich nächstes Jahr kommt sie dann in A2 raus. Wir haben als standardmäßiges Zubehör oder wie man sagt verbaut einen Quickshifter, eine Anti-Hopping-Kupplung. Wir haben Brembo-Bremsen, wir haben ABS und Traktionskontrolle, wir haben einen Lenkungsdämpfer, wir haben ein farbiges TFT-Display, ich muss hier mal umblättern, Voll-LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelichtfunktion bei aktiviertem Blinker, eine verstellbare Windschutzscheibe, 21 Zoll Vorderrad und Pirelli Scorpion Trail, 2 Bereifung, ein Tempomat, Sitzheizung und Heizgriffe, Radar für toten Winkel, eine Frontkamera in HD-Auflösung und Handschutze. Und als letztes habe ich hier noch Premium Upside-Down-Gabel von Kayaba. Das ist das ganze Zeugs, was bereits inklusive ist, so wie ihr sie hier seht. Also auch die ganzen Anbauteile hier, diese Schutzbügel und so weiter, die sind alle standardmäßig. Und wir haben sogar einen Seitenständer, wir haben einen Mittelständer,
Wir haben alles an dem Bike eigentlich dran. Das war meine Kurzvorstellung. Jetzt wisst ihr, dass sie eigentlich alles hat. Und ihr müsst nur noch zugreifen und sie euch beim Händler schnell bestellen. Auf der linken Seite haben wir dann einmal den Kupplungshebel. Der ist sehr, sehr schwergängig, muss ich sagen. Erinnert mich ein bisschen an Harley Davidson. Da bin ich auch eine gefahren. Das war sehr, sehr schwer. Der ist aber verstellbar. Dann haben wir hier vorne noch Bedienelemente für das Licht, für die Heizung, also für die Heizgriffe und für den Sitz einstellbar. Und das wird dann im Display angezeigt, in welchen Positionen, also welchen Stufen man das einstellen kann. Dann haben wir hier oben den Tempomat. Hier haben wir die Warnblinkanlage. Hier haben wir die ganzen Tasten fürs Display. Hier haben wir den Blinkerschalter, der irgendwie ein bisschen komisch ist, drücken in der Mitte, aber irgendwie gibt der mir nicht so einen richtigen, hat der nicht so einen richtigen Druckpunkt, finde ich. Und hier haben wir die Hupe hier unten. Auf der rechten Seite haben wir dann den Gasgriff, den Bremshebel, auch verstellbar für die vorderen Scheibenbremsen. Dann hier ganz vorne an dem Lenker haben wir hier noch den Knopf für die Frontkamera, um die zu bedienen. Dann haben wir den Modusschalter. Wie gesagt, wir können den umschalten, nur wenn sie steht. Wir haben den Notausschalter hier und Starterschalter kombiniert. Wir haben den einen Schalter hier für die Nebelleuchten. So, dann kommen wir zum Display hier. Das ist ein 7 Zoll TFT, ziemlich groß, und Farbdisplay, wird alles Mögliche angezeigt, Uhrzeit, Temperatur. Dass jetzt zum Beispiel gerade die Nebelleuchte eingeschaltet ist, zeigt er auch an. Bei dem letzten Mal, da habe ich sie nicht gefunden bei der 525, die Leuchte. Dann haben wir hier ein Drehzahlmesser. Wir haben ganz groß den Tacho in der Mitte. Wir haben hier die Temperaturanzeige des Kühlmittels. Dann haben wir rechts die Anzeige des Füllstands, des Tanks. Dann haben wir hier Trip und so weiter. Unten haben wir dann die Anzeige für die Reifenkontrollanzeige. Rechts haben wir dann die Anzeige für den Gang. Dann haben wir hier die verschiedenen Fahrmodi, können wir hier ändern. Zwar Sport, Regen, Road, und wenn wir länger drücken, kommen wir in noch so einen Offroad-Modus, der dann praktisch auch TCS und ABS und so weiter ausschalten kann. Gesamtkilometer haben wir hier auch noch. Wir kommen ins Display, indem wir dann auf die Enter-Taste irgendwie länger drücken. Ja, okay, wir haben hier einen Fehler. Ich komme jetzt, ach doch, hier sind wir so. Hier sind wir jetzt in dem Display. Ich fühle mich jetzt etwas genötigt, schneller zu machen, weil hier kommt nämlich einer, der den Rasen mäht, und ich muss gleich weg hier gehen. Ah, es gibt doch immer Probleme. Hier kommen wir in die Einstellung. Will ich jetzt nicht näher reingehen. Ähnlich wie bei der SR4, eine ganze Menge einzustellen, umzustellen und so weiter. Das ist alles hier zum Display. Natürlich noch viel mehr Funktionen. Man kann es mit dem Handy verbinden, Konnektivität und so weiter. Wir haben auch Turn-by-Turn, Navigation auch drin. Alles drin und alles dran. Das ist hier die Woge. Hier vorne wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Hier haben wir einmal wieder eine Buchse. Das ist ja auch bei den meisten immer Sonderzubehör. Wir haben einmal USB-C, einmal USB normal hier links. Und rechts haben wir eine normale 12 Volt Steckdose. Das sind auch noch die Anschlussmöglichkeiten hier vorne. So, dann kommen wir noch zum Fazit. Also ich muss sagen, eine sehr gut ausgestattete Reisemaschine, natürlich auch für Offroad zu verwenden. Ja, sehr große Reifen, und das zeigt ja schon, ja, wir können ins Gelände, wir sind sportlich, wir haben einen sehr ruhigen Lauf in Kurven. Und wir haben große Federwege, gute Komponenten oder beziehungsweise sehr gute Komponenten verbaut von namhaften Herstellern. Die Woge 900 DSX ist ähnlich, sehr, sehr ähnlich mit einer BMW 850 oder wie sie heißt. Wie gesagt, ich kenne mich bei BMW nicht so aus. Und da wird der gleiche Motor verwendet, das gleiche Chassis. Dann werden noch ein paar
Plastikteile drumherum verbaut und dann haben wir hier halt die Woge, die aber um einiges preiswerter ist und wie gesagt hat eine sehr, sehr große Ausstattung. Ich bin sie jetzt gefahren. Ja, es ist halt eine sehr große Maschine, muss ich sagen. Man muss sie erstmal dran gewöhnen. Sie ist auch ein bisschen störrig so in den unteren Drehzahlen. Erster Gang, zweiter Gang, da muss man erstmal mit klarkommen. Aber ansonsten sicherlich sehr, sehr gut geeignet für die Reise für euch. Und ja, wie ich schon sagte, eine tolle Alternative zu BMW, denke ich mal. So als Gesamtpaket, wie ich das hier sehe, kann ich die euch wärmstens ans Herz legen. Die Komponenten sind alle hochwertig und es macht keinen billigen Eindruck. Und ich denke mal, da werdet ihr sicherlich sehr gut damit klarkommen. Das war erstmal alles hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.